Der Ära ist wieder da und wir spielen Gothic und schaut mal, was ich geschafft habe. Hehe. Ich bin hier leider wieder hochgekommen. Ja, die Lösung war eine bescheuerte. Ich musste einfach mal die Auflösung ein Stück weit umstellen und habe das mit 640, da ging es wieder. Also mit der ganz kleinen Standardauflösung. Es ist wahrscheinlich bei diesem Hochrechnen durch die verschiedenen Patches und so weiter, funktioniert das dann vielleicht einfach nicht mehr. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall, wir sind wieder hochgekommen. Ist das nicht schön? Das ist auch das Einzige, was mir gerade gute Laune macht. Ansonsten bin ich gerade tatsächlich so ein Stück weit pissig, was aber nichts mit euch oder dem Spiel zu tun hat, sondern einfach so mit der Lebenssituation an sich. Irgendwie war heute wieder mal so ein Tag, wo alles schief geht. Ich wollte heute ein bisschen World of Tanks aufnehmen am Arsch. Also nur Idiotenteams und nur Rotztruppen und ach, eigentlich lohnt es sich gar nicht, sich darüber aufzuregen. Also es war echt, formulieren wir es nett, es war für einen Eimer. Arbeit war scheiße. Das ganze Programm. So das Übliche. Dann ist mein tolles Löschflugzeug von Lego Technik kaputt gegangen. Ach, alles Kacke. Ich brauche ein neues Rad. Mal gucken. Jetzt spielen wir aber Gothic. So, jetzt muss ich mal mit Gornavid reden. So. Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht. Aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Ha. Der Schläfer erwache. Danke, du hast mir unheimlich geholfen. Ich bin ganz doll stolz auf dich. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr hier runtergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Ah, sehr gut. Okay, hier können wir ja also spontan ein bisschen Krempel verkaufen. Krempel verkaufen ist gut. Können wir die ganzen Zähne verkaufen und die Felle. Und hier Blutfliegen. Krempel. Die Crawlerzangen hebe ich mal lieber auf. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, ja, nee, das Amulett der Flammen. Ah. Schutz vor Feuer. Ja, aber hier, guck mal, die leichte Bandinenkleidung können wir verkaufen. Und schon haben wir wieder 716 Erz mehr. Sehr gut. Dauert natürlich wieder. Ja, wie gesagt, heute war irgendwie ein Scheißtag, aber das kommt ja manchmal auch vor. Ich hoffe, das wird mal wieder besser. Man kann ja aber auch nie immer gute Laune haben und alles ist klasse. Deswegen jetzt Gothic. Ich hoffe, dass jetzt viele Minecrawler da sind, die ich verprügeln kann. Da kann man schön seinen Frust ablassen. Aber wahrscheinlich verprügeln die mich auch noch. Wenn das genauso scheiße läuft wie Panzerfahren, dann gebe ich sie auf. Ja, es ist eh gerade in letzter Zeit beim Panzern, puh, irgendwie, ja. Die Trefferquote für Arschkrampen ist gerade enorm hoch. Ich habe gerade so ein bisschen Sorgen, genug Videos zusammenzukriegen. Mal schauen, ob ich da irgendwie was auf die Reihe bringe oder eben auch nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwann mal die Panzer ausfallen müssen, weil es einfach nur Elend zu zeigen gibt. Ich glaube, dann lade ich einfach Elend hoch. Dann müssen sich alle das Elend angucken. Dieser Ork hat auch einen geilen Job. Der erinnert mich so ein bisschen an meinen Job. Immer sinnlos im Kreis. Hin und her und hin. Ne, dabei habe ich eigentlich einen ganz coolen Job, aber so von der Kernidee ist das schon ein bezeichnendes Bild auf den Kapitalismus. So, jetzt sagen wir hier mal was absolut Weltbewegendes. Wir drehen uns alle immer schön im Kreis. Die Frage ist, warum bedient er hier eine Mühle? Muss man das Erz mahlen und dann kann man da ein Brot draus backen oder was soll das? Also so richtig Sinn ergibt das ja tatsächlich nicht. Aber wer bin ich schon, dass ich sowas anspreche.
Ach, nun mach mal ein bisschen schneller. Also ich meine mich zu erinnern, dass das früher dann irgendwann, wenn man lange drauf gehalten hat, dann so ein bisschen schneller rübergetickert ist nach einer Weile. Aber das macht er hier nur garantiert gar nicht. Jetzt seht ihr das alles in aller Seelenruhe. Also ich habe ein bisschen Angst, irgendwann fehlt mir dann die Geduld, hier tausende von Erzbrocken hin und her zu schieben. Also das ist halt echt der Knaller. Und für euch ist es natürlich auch nicht so besonders aufregend. Es sei denn, ihr wollt gerne hier dem dummen Gesafte zuhören, wie ich Orks in Gothic als Bild für die Herrschaft des Kapitals kennzeichne oder so. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt müssen wir uns einfach einen Nebenstollen aussuchen. Da ist ein Minecrawler. So ein mieser Bogenschütze. So. War gar nicht schlecht. Habt ihr das gesehen, wie ich einen Bäm weggehauen habe? Ja, ab und zu mal so ein Crit, das hilft durchaus wirtschaften. Na, dann essen wir erstmal ein Brot. Dann esse ich mal ein Brot, nicht? Sehr gut, so. Und dann fighten wir uns mal hier weiter rein. Immer schön die Augen offen. Sehr gut. Also einzeln sind die durchaus machbar hier, die Kollegen. Aber eben auch nur einzeln. Mehr möchte man ja dann doch nicht treffen. Ja, die Kampfsteuerung ist schon ein wenig schwierig. Aber es sieht ja ganz gut aus. Es sieht wie beräumt aus, würde ich denken. Tja, ansonsten ist hier aber gar nichts. Hier liegt ein bisschen Krempel. Hier liegt ein Steinbrecher. Den hätten wir uns gar nicht kaufen brauchen, demnach. Ja. Okay, hier liegt ein Steinbrecher und sonst nichts. Tralalala. Aber ich habe schon einen Steinbrecher. Da kann ich den dann verkaufen. Das ist in Ordnung. Lalalala. Und jetzt gehen wir da drüben in die Tür. Und dann geht es weiter. Wir töten alles, was uns in die Quere läuft. Du hast gewonnen. Steck die Waffe weg. Steck endlich die Scheißwaffe weg. Lass mich vorbei! Na gut, dann musste das jetzt mal so sein. Dann musste ich jetzt mal hier mein Team benutzen. Also Team. Alle, die hier so rumstehen, weil das waren ja gerade 4 auf einmal.
Noch ein Bogen. Verstehe ich jetzt zwar nicht so richtig. Garb. Knochenbogen. 18. Ja, uns fehlt Geschicklichkeit. Botschaft ist angekommen. Haben wir den jetzt gerettet oder? Scheinbar redet er nicht mit jedem. Okay, na gut, wir gehen mal hier weiter erforschen. Erforschen. So, da hinten stehen ja wieder Leitern. Das heißt, mal schauen, ob wir die hochkommen. Der Vorteil ist, runter kommt man immer. Also wenn wir hier runterkommen, sind wir tot. Also hier gibt es einen Ring. Ring der Gewandtheit. Nehme ich den raus? Moment, dann können wir ja jetzt einen Langbogen ausrüsten. Sehr gut. Das ist natürlich auch eine Idee. Die Frage ist jetzt, jetzt sind wir hier drin gewesen, wir waren da drüben. Okay, jetzt müssen wir mal weiterschauen, wo könnte man denn jetzt noch reingehen? Um die Minecrawler-Höhle zu finden. Wahrscheinlich müssen wir da runter. Oh je, ja, das sieht so aus. Jetzt müssten wir noch tiefer hinabsteigen. Der Sklave redet nicht mit jedem. Ja, dann müssen wir da hoch. Die Frage ist, wenn man jetzt hier hochklettert, was kommt denn da hier oben? Hier sind bestimmt überall irgendwelche Butler unterwegs, oder? Ja, genau. Na gut, dann gehen wir mal hier zu dieser Tür und... Warum läuft denn das Ding hier nicht? Was ist mit dem Ork da? Unser Gefangener. Sein Glück, dass das Zahnrad des Stampfers gebrochen ist. So kann dieser Hundesohn ausruhen. Wenn der Stampfer repariert ist, wird er wieder arbeiten. Schließlich ist er nicht zum Faulenzen hier. Wer hört dir das sagen? Asghan ist unser Chef. Ian kümmert sich um die ganze Organisation. Erz und Butler. Asghan. Ich habe noch keinen Asghan getroffen. Oder haben wir schon mal einen Asghan getroffen? Glaub nicht. Nee, ich habe keinen Asghan getroffen. Sehr gut, da kommen wieder die Leiter nicht hoch. Spannend. Ah.
Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hier rennt ein Butler. Okay, dann müssen wir mal zu Ian gehen. Denke ich. Dann gehen wir mal zu Ian. Da müssen wir durch. Das ist unser Tor. Tor 1 und dahinter ist bestimmt dann auch der Zonk. So. Rauf, immer schön die Treppe rauf, sprach der Gollum. So. Ja, so kann's manchmal gehen. Dann muss man immer weiter nach oben gehen. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Sehr gut. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig. Und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Oh, das Gute ist, ich habe schon ein Zahnrad. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Alles wird gut. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Na, dann wird mal alles gut, hoffe ich. Aber wahrscheinlich wird nicht alles gut, sondern alles wird ganz furchtbar. Wieder falsch abgebogen, ne? Na klar. So, kann ich euch eigentlich rekrutieren? Ne. Möge der Schläfer. Ach, du mit deinem Schläfer. Ich hätte schon ganz gerne noch so ein paar Templer, die ich mitnehmen könnte da. Ja gut. Bald gibt es eine neue Stufe. Ich bin tatsächlich echt am Überlegen, ob ich mir dann das nächste Bogenschießen hochkaufe. Wäre ja eigentlich mal dran, so ein Stück weit.
Nee. Der Schläfer. Ach, ihr mit eurem komischen Schläfer immer. Na, ich nehme bestimmt wieder die falsche Abfahrt. Ja, ich dachte es mir. Ja, warum hat er einen Namen? Warum hat er einen Namen? Wenn er mir dann doch nichts erzählen mag. So. Ich hoffe jetzt, dass es die richtige Einfahrt. Bei meinem Navigationskünsten ist es garantiert die falsche. Ja, und deswegen wird erst beim nächsten Mal alles gut. Ich mache an der Stelle Schluss. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir einen netten Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Gothic 1. Dann habe ich wahrscheinlich auch wieder bessere Laune.